Mir ist eine seltsame Frau begegnet, die sich mit Pflanzenkunde und Träumen auskennt. Möchtet ihr sie treffen, Meister Abraham von Aragorn? Natürlich. Der Zauberer begegnet der Hexe. Neue Karten. Weises Arcanum. General Coventum, wir sollten das Königreich im Süden angreifen. Es wird mit jedem Tag stärker. Ja, machen wir. Wir wollen einen neuen Marktplatz bauen. Er wird unsere Wirtschaft den Fernhandel eröffnen. Ja. Die Minen sind voller Gold, Majestät. Wir sind reich. Ich bin reich. Wir sind reich. Majestät, ich bin Meister Rev, Leiter der Händlergilde. Bitte nehmt ein Zeichen meiner Dankbarkeit an. Ich lasse mich nicht bestechen. Das Volk. Ich bin Madame Pausidia. Ich kann euch helfen, die Gesetze der Natur und die Grenzen des Menschen zu verstehen. Es klingt nützlich. Seid diskret. Das klingt nützlich. Oh, das Volk verdolgt. Euer Volk isst zu viel. Es wird fett und faul. Ihr solltet den Brotpreis erhöhen. Verdoppelt ihn. Wir haben von einer jungen Prinzessin gehört, die gegen ihren Willen in Burg Dunkelfels festgehalten wird. Eine offensichtliche Falle? Mein Pferd! Ihr reitet in voller Rüstung nach Dunkelfels, stolz und glitzernd. Ein Drache. Er speit Feuer. Seid ihr der König? Seid ihr wegen der Maid hier? Ja. Oh Gott, hier nimmt sie. Was? Es werde ich euch töten, aber hier wird niemand getötet. Ihr seid wegen der Prinzessin gekommen. Da ist sie. Ende aus. Na schön, ist okay. Mein Held! Nein, ja, machen wir mal ja. Seid ihr zurück her? Hat euch unser kleines Abenteuer gefallen? Der Drache war nicht billig. Wer bezahlt das? Ich bezahle das natürlich. Guybrush Shandmaul, Schuld sollte zerstückelt werden. Dürfen wir? Bitte! Der Trottel hat eine Bliede zerstört. Guybrush Shandmaul, nicht so voreilig. Ja, mach mal. Ich habe gegen einen riesen Tennis gespielt, er hat gewonnen. Bezahlt den Schaden. Verschwindet. Brauner, braucht ihr einen Darlehen, Majestät? 2000 Geldstücke zu 5? Nein, brauchen wir nicht. Der Mündung des Tropfenflusses ist ein Sumpfgebiet und gefährlich für Reisende. Wir sollten ihn säubern. Nein, das ist wirklich noch zu stark. Im westlichen Dorf hat man Angst vor Kobolden. Wer sollte sich um die Sachen kümmern? Die Kirche? Ihr. Die Kirche. Majestät, der König des Westens besucht uns. Langweilig. Welch eine Freude. Wir sollten ein großes Bankett veranstalten. Gute Idee? Nein? Ja. Oh, das war falsch. Ganz schlechte Idee. Der König wird lieber jagen gehen. Gute Idee. Nein, Herr. Die Diplomatie und der gute Geschmack gebieten ein Abendessen. Mach mir beides. Oh, während ihr alles für seinen Besuch vorbereitet, befällt euer Gast euer Land und er schickt euch ins Exil. Oh, das war's mit Georg der Zauberer. Ruhe in Frieden. Nun gut, wir haben die Hexe getroffen. Wir sollen das Verlies durchstreifen, den Teufel treffen und ein Duell gewinnen. Wilhelm der Fünfte. So regiere du, weiser als deine Vorgänger. Majestät, wollt ihr mit mir fechten? Ich bin ein guter Lehrer, lasst uns ein wenig Geld setzen. Ein Gott, auf jeden Fall. Vorsicht mit der spitzen Seite eures Schwertes. Schneidet euch nicht, bevor ich euch durchbohren kann. Meint ihr diese Seite? Eure Sorge rührt mich. Erinnert mich ein bisschen an Monkey Island? Meint ihr diese Seite? Ups. Aua. Ihr werdet in der Hölle tanzen mit euch und dabei lachen. Haha. Dieser Stoß ist schwer zu parieren, also gibt 8. Wütende Eber. Bam, Junge.
Neue Technik, alberne Stichelei. Ihr habt gewonnen, Majestät, Anfängerglück. Wollt ihr wissen, wie ihr euch verbessern könnt? Nein. Mm-mm. Der Duellant. Majestät, wir sollten Geld für eine Gemeindescheune ausgeben und so Hungersnöte vorbeugen. Ja, wir haben Kohle. Vorsorge, die Scheune war teuer, aber sie schützt gut gegen Hungersnöte und damit verbündete Aufstände. Ah, schon mal super. Ich kann euch ein paar Dinge über weiße Magie beibringen. Ja. Aber zuerst müsst ihr mir weisen, dass ihr meine Zeit wert seid. Ja. Sprecht das heilige Wort Skando nach Art des Ostens aus. Slamwu? Abubep. Abubep. Gut gemacht. Also, was möchtet ihr lernen? Oh, cool. Ich weiß nicht. Wie man das Schicksal versucht? Weitere Vorschläge. Tut mir leid, mehr habe ich erstmal nicht. Okay. Möchtet ihr die junge Prinzessin eines benachbarten können? Ja, auf jeden Fall. Heiraten ist immer gut. Gurr, gurr. Wem gehört dieser Vogel? Mein Liebster, ich möchte ein Turnier ausrichten. Nur über meine Leiche? Nur über meine Leiche. Der König des Westens bietet uns viel Geld. Er will einen kleinen Teil unseres Landes kaufen. Ja. Die Bergleute weigern sich tiefer zu graben. Sie wollen mehr Geld. Ja, ist okay. Die Baronin des Ostens formieren sich unter des Banners eines schrecklichen Kriegsherrn. Entsendet die Armeen. Nein. Euer Volk verhungert, Meister. Broteis ist zu hoch. Senkt ihn um 50%. Der Osten und der Süden verabreden einen Angriff auf das Königreich. Sollen wir den Westen Hilfe bitten? Nein, können wir nicht. Oh, Rex, jault, verzweifelt, irgendwas stimmt nicht. Den Hund streicheln? Den Hund streicheln. Jawohl, Diabolus! Die Zeit ist verschwunden, der Raum aus den Fugen. Und da ist er wieder. Euer Mund schließt sich, als hättet ihr nie eingehabt. Kleiner König, kleine Marionette. Was ist los, Rex? Kein Wort. Wenig Gedanken. Oh Gott, was passiert hier? Viele Tode. Vor Jahrhunderten habt ihr im Gegenzug für eure Seele ewige Macht verlangt. Zum Glück war von Unsterblichkeit nicht die Rede. Ach, wir können uns entscheiden jetzt. Okay, wir klicken einfach mal. Jeder eure Tode ist ein Genuss. Und dann noch größer ist die Wahl, vor der ich euch jetzt stelle. Geht, kleine Marionette, wir sehen uns in 666 Jahren wieder. Meint er 677 oder meint er 666? Oder meint er 655 Jahren? Bitte genauere Informationen, bitte. Der Teufel begegnet dem Teufel. Neue Karten, furchtbarer Fluch. Todeswunsch, der nächste Charakter, zu dem ihr Ja sagt, wird sterben. Der Tropfenlust ist wieder ausgezogen. Wir sollten einen Damm bauen. Nein! Die Goldschmiede der Hauptstadt haben zur Bündelung des Handels ein Kartell gegründet. Seid ihr einverstanden? Nein? Ich würde mich gerne mit einigen meiner Wirtschaftskollegen aus dem Westen eurer Burg treffen. Jojo, mach du mal. Tschüss! Später in diesem Jahr wird eine schreckliche, zugerichtete Leiche aufgefunden. Wer das wohl war? Ich spiele mal eine Runde roter Zwergmajestät. Zunächst mit kleinem Einsatz. Ich möchte euch nicht ruinieren. Nein. Die Händlergilde verkauft Waren, die traditionell im Kloster hergestellt werden. Setzt ihm ein Ende. Nein. Königin Johanna wird vom Volk und der Armee geliebt. Gibt ihr mehr Macht? Ja, machen wir. Doch. Euer Volk isst so viel, es wird fett und faul. Ihr sollt den Brotpreis erhöhen. Verdoppelt ihn.
Verhängt eine Ausgangssperre auf den Straßen der Hauptstadt. Ist es nachts nicht sicher? Ja. Der Alte, euer Volk ist euch doch völlig gleichgültig. Ja. Und das ist alles? Mehr habt ihr zu dem Thema nichts zu sagen? Ja. Wir müssen eine neue Kirche bauen. Die Kirche hält mir langsam zu heftig. Haben wir nicht schon genug davon? Majestät, wie wäre es mit einer Wildschweinjagd? Nee, lass mal. Wir haben die Invasoren vernichtet. Es gibt viel zu plündern. Bravo, auf jeden Fall. Oh. Majestät, ein Doktor hat das Leben meines Neffen gerettet. Fast wie durch Zauber. Er ist jetzt hier. Lasst ihn herein. Der schon wieder, ich dachte, wer ist tot? Ich bin Dr. Alchemist, Giftmischer. Ich kann für das Leben Sorgen tragen. Oder auch für den Tod. Konzentriert euch aufs Leben? Schön, dass ihr hier seid. Das ist ein Staatsreich. Übergebt mir sofort die Macht. Och, verdammt. Der Mensch sperrt euch in den höchsten Turm der Burg, bis ihr nur aus Lumpen und Knochen besteht. Tja. 26 Jahre, Wilhelm der Alte. Er hat auf jeden Fall sehr viel erreicht. Respekt vor ihm. So, durchstreift das Verlies. Probiert den Blauen. Habt einen Erben. Soll man mit Robert dem Sechsten das probieren? Na komm, wir versuchen es mit Robert noch. Die Braunen des Ostens greifen an. Wir können nur noch siegen, wenn wir alle Soldaten verpflichten. Ja. Majestät, euer Urin reicht heute Morgen nach Rhododendron. Ihr solltet für eine Weile nicht reiten. Ja. Wuff, ah, Rex, cool. Also gut. Also gut. Wuff. Rex läuft in die Bocke rum und bringt euch in den Thronsaal zurück. Nein, nicht hierhin. Ich will in den Wald. Rex bringt euch zu einem einsamen Wohnwagen. Nein, nicht hierhin. Rex möchte spielen? Ja, ihr holt das. Komm, spielen wir eine Runde. Was? Rex bringt den Ball zurück. Nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Das bringt nichts. Genug. Rex bringt euch in einen vergessenen Teil des Verlieses. Bestreift das Verlies. Weiter Kunden. Du Unheimliche, durchstreift das Verlies. Neue Karten, dunkle Fallen. Enter and Punch, es gibt keinen Weg zurück in die neue Abwesende, fällt das Geräusch. Was? Die Zeit läuft schon? Okay, wir müssen es beeilen. Goldtür benutzen. Öffnen. Oh, den nehmen wir mal direkt mal mit. Oh, das Skelett schreit oder lacht finster. Es hat ein sehr langes Schwert. Angreifen. Oh Gott, wir haben eh schon verloren, wie ich gerade sehe. Niemand ist perfekt. Aha. Ein Skelett singt eine Ratte, ein Wurm. Sie tanzen mit Könige, Magier und Sohn. Ein sehr kleiner König. Ich kann euch, abgesehen von Victor, bin ich nur hier immer alleine. Ich kann auch bleiben. Ich kann auch gehen. Nein! Er war mal lebendig, das sollte doch was wert sein. Ich lebe also. Gut, dann gehen wir mal in die Defensive. Unter der Erde sinkt, unter dem Fluss hier weint das ästliche Skelett. Alberne Stichelei, komm. Nein! Was? Ich krieg eine neue Technik und bin verblutet. Ihr verblutet auf den trägen Boden des Verlieses. Tja, das war Robert. Das ging echt fix. Tja, aber er hat eine Aufgabe gelöst. Demnächst werden wir wohl Wilhelm dem Siebten begegnen. Ja, ich habe auch gerade mal nachgeguckt. Wir sind seit 15 Minuten dran. Also Leute, man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Lasst mir noch einen Daumen da. Oder vielleicht einen Kommentar. Oder vielleicht ein Abo. Ich würde mich sehr freuen. So, ich hoffe, die Serie wird euch genauso gefallen wie mir. Also Leute, bis dann, euer Trixi. Ciao.